Sag mal hallo. Oh, jetzt bin ich hässlich. Jetzt bin ich. Nein. Hast du Predator gesehen? Predator. Oh ja. Yeah, I know it. When the mask comes out, then. Damn. You're a fucking ugly motherfucker. Wenn man hier alle draußen steht. So läuft das hier. SBG, kommt mal vorbei. Ist auf jeden Fall immer eine Gaudi. Heute bin ich mir auf dem Big Game dabei, das was ich in den letzten Jahren schon öfters gemacht habe. Gleich geht's los, alle Leute machen sich schon bereit. Immer wieder sehr viele Schockenröcke dabei. Ansonsten nur verrückte, nette, sympathische, durchgeknallte Paintball-Mac-Spieler. 215 Leute sollen. 204 und 215, das ist genau die Anstellung. Ich geh mal die zum Keks. Ich wäre überaus dankbar und es kriegt jeder Einzelne von mir, der daran teil hat, einen Jägermeister ausgegeben. Also hier wird Alkohol ausgegeben, ausverschenkt. Wenn wir das einfach mal komplett... Guck mal, wie ich gefunden habe! Divi am Start! Ach, hier Schatten. Ist guten Platz gefunden. Also, Big Game auf dem Big Game Festival. Es ist nicht limitiert auf McFit, hier darf man alles spielen, was man möchte. Geschwindigkeit in Polen auf 260 FPS festgelegt. In gestern die Spielrunden hat sehr stark TT, also Blau, angeführt. Die Jungs hoffen jetzt hier Rot, GU, dass sie es mal zurückzuschlagen. Kriegen auch mal ein paar Punkte aufs Board bringen. Keks, der General, redet gerade und versucht seine Einheit auf Vordermann zu bringen. Und neben mir ist noch ein Kameramann. Ein paar Sniper sind wieder unterwegs, die kommen gerade zurück oder fahren gleich wieder aufs McFit-Event. Und jetzt gucke ich mir gleich noch mal ein paar schicke Markierer an. Ich sehe jetzt schon, dass hier ein paar ordentliche Knallstücke stehen. Und dann wird es bestimmt ein richtig lustiges Event heute. Hier habe ich jetzt ein paar, mindestens einen Schockenrockträger gefunden. Wie? Nee. Ist das doch hier? Zu tun haben, weißt du? Schön, dass du den raus. Bei dem Wetter, ist das angenehmer als Hose oder ist das ein Style-Element? Warum hast du dich dazu entschieden? Damit mir die Eier nicht so schwitzen. Damit die Eier nicht so schwitzen. Das kann ich gut nachvollziehen. Da darf man aber auch drauf, muss man aufpassen, dass sie nicht zu tief hängen. Ne? Also nicht jeder kann tragen. Also wenn du von der Knie hoch gehst, weißt du, musst du aufpassen, dass du nicht drauf stehst, weil sonst oder das nicht. Hast du das Gefühl, du ziehst mehr Bälle auf dich? Schießen die gerne lieber auf dich? Ja. Warum liegt das? Warum? Bestimmt wegen hier. Wir werden es sehen, ich werde weiter berichten. Vielleicht sehen wir mal einen netten Blick. Ich habe ja gestern schon mal so einen Unterschockenrock gesehen. Trägst du den, also unter den Schockenrock gesehen? Ach so. Aber du bist, bist du original oder bist du zivil? Genug. Also trägst du was drunter oder bist du... Ich lege hier mal so eine Falle hin, das ist jetzt sowas wie eine Tretmine. Du, ich wollte nur mal kurz was fragen, kannst du mir mal bei der Kamera hier kurz helfen? Er fällt nicht drauf rein. Tut mir leid, ich habe echt für euch alles gegeben. Ich glaube, hier kann ich offiziell davon sagen, du bereitest dich auf den Ironman vor oder warum bewirbst du dich für die neue Turtles-Rolle im nächsten Actionfilm? Warum hast du so viel Stuff dabei? Ich habe einfach den Genuss, mal was anderes zu machen, anders zu spielen wie andere, das Ganze ein bisschen aufzubrechen, wenn es irgendwie diese Grabenkämpfe dann entstehen. Ja. Das ist jetzt so die Sache. Also Max Loader. Das ist so die Sache. Klar, es ist natürlich schwer, es ist Equipment, man ist langsam, aber es ist von der eigenen Spielerklasse. Ah! Keks ist motiviert, oder? Hat Angst. Ich weiß nicht, wofür der Geist. Komm mal auf dein. Du hast fast alles selbst gebaut, bis auf den Deck, oder, sag ich mal, oder selbst umgebaut. Du spielst eine ETA, was ist das? Eine ETIC 4 ist das. Eine ETIC 4. Schick aufgebaut. Umgebaut, also sonst noch alles Originalboard und so weiter. Das passt alles Luft, das nichts verändert. Nur hat einfach kein Griff mehr drin, sondern hat keiner. Und Auslöser ist halt. Du bist im Metallgewerbe tätig? Eigentlich nicht, ich bin eigentlich eine IT. Okay, also hast du schön lange mit Pfeile oder hast du es machen lassen? Alles selber mit der Pfeile zu Hause am Schreibtisch, also gesägt, gefeilt, gebogen, alles zu Hause, ohne Werkbank. Das kriegt also man hin. Kriegt man hin, Arbeitszeit die letzten 3 Jahre, bis es soweit war. Schild also hast du auch selber gebaut? Auch selber gebaut, komplett zugebogen und so weiter. Wer hat dir diese tolle Idee gegeben mit dem Tuchhalter? Das war meine Idee, weil ich gesehen habe, dass die Leute natürlich gerne immer dieses Fenster zu knallen. Ja. Und habe mir gedacht, naja, wenn ich raus bin, dann kann ich hier nicht mal drüber wischen. Kurz und die Marsch machen das ungern, weil natürlich ziemlich viel Sauerei ist.
Da kannst du wenigstens ein bisschen sauber machen. Hast du den Maxloader voll, 1800 Bälle? Nee, ist mir zu viel. Ich habe auch schon gesagt, mit denen, ich habe mit den Herstellern gesprochen gehabt, dass auch hier auf dem Event waren, ich würde gerne mit 1000 haben. Und ich habe auch schon Pläne, dass ich den kleiner baue, aber mehr Elektronik rein. Mit Lichtschrank und so weiter habe ich schon drin. Lichtschranke, dass ich den Füllstand noch messen kann. Wo wird dir der Füllstand angezeigt? Momentan wird er noch hier angezeigt. Aha. Aber Plan ist, weil ich habe meine Maske auch erweitert mit Lüfter und so weiter, dass ich hier auch mit Leuchten dann drin arbeite. Ich habe auch meinen Funk hier mit drin und alles über den Anschluss hier. Also du bist definitiv ein echter Bastler, der MacGyver in der Paintball-Szene. Genau, könnte man sagen. Für die IT-Sache, wo ich herkomme, was ich gerade jetzt seit vorgestern ausprobiere, GPS-Tracking. Ich habe hier komplette Kartenmaterial aktuell drin. Weiß nicht, ob ihr so sieht. Ja. Und ich sehe da nämlich auch meine anderen Mitspieler hier, wie zum Beispiel diesen Eber, das sind meine Teamkollegen, wo ich dann auch gucken kann, wo die auf dem Feld unterwegs sind. Ja. Abgefahren. Könntest du jetzt auch noch theoretisch, ich sehe die Karte da oben zum Vergleichen, könntest du die auch noch so in das Programm mit reinbringen und du bist ganz normal übers Google, ne? Das ist einfach Google ganz normal, so ein Stück Software. Ja. Das ist jetzt auch die Idee, weil damit kann jeder sein Handy eigentlich mitnehmen und kann seinen Kollegen wenigstens zeigen, wo er unterwegs ist. Das habe ich auch so genauso gemacht. Alte Handys sind mitgegeben, die können selber nicht gucken, aber die senden wenigstens Daten. Und wer jetzt selber mit drauf zugreifen will im Team, der nimmt sein eigenes mit, kann sich das auch reinnehmen und wird einfach mit draufgeschalten. Super krasse Sache. Und das hast du in der App für programmiert oder wie? Nee, das ist ganz normal, das Google Maps ist die Standardfreigabe. Ah, okay. Das ist eine gewisse Zeit, ist das freigeschalten. Die neueren Handys können das alles und damit funktioniert das eigentlich. Das ist, man lernt immer wieder Neues dazu, falls ihr euch mehr dafür interessiert. Bei wem kann man sich melden, falls man dazu Infos mal haben möchte? Kann man dich irgendwie kontaktieren? Willst du bereit, deine Know-how auch weiterzugeben? Also die Leute, die mich kennen, ich bin über Facebook bin ich da, da bin ich auch in Gruppen drin. Schreibt mich einfach an oder fragt Leute, ob sie mich kennen und dann werdet ihr mich auch finden. Du bist, wie finde ich dich? Was ist dein Name da? Mein Name, ich bin unter Simon Herz, bin ich. Also, wenn ihr das mal wissen wollt, schreibt mal den Simon Herz an. Facebook, der gibt da so ein paar Infos zu. Ich find's abgefahren und ich guck mir mal an, wie das Ganze auch im Geschehen dann nachher funktioniert. Ja, ich habe gerade ein paar Bälle abgekriegt. Weiß gar nicht, ob die aufgegangen sind. Einmal die Hauptschlagader am rechten Bein haben sie mir aufgeschossen. Ein Bauchschuss hat meine Weste Gott sei Dank abgefangen. Und damit ich nicht verblute, lasse ich mich jetzt hier von einem Ersthelfer reinigen. Could you help me? Yes. Thanks. Okay. Ja. Maybe this one. Oh. Thanks, man. So, jetzt bin ich wieder gesund und kann weitermachen. Wäre das doch immer so einfach. Ich habe jetzt neben mir einen ganz kampferprobten Kameraden. Vor Blutrausch erkennt man ihn gar nicht mehr. Moin. Aber was ich schon mal ganz cool finde, hinten die Skorpionkamera, die läuft auch noch. An der Seite hat er noch eine Sony. Die ist aber gerade ein bisschen beschmiert auch. So ist das halt. Passiert. Ansonsten, wie war es bis jetzt für dich? Genial, geiles Wetter, geile Stimmung wie immer. Eine gute Entschädigung für den Mai, wo ein bisschen regnerisch war. Aber eigentlich, ich habe mir jetzt Videodaten nochmal angeguckt, also der Freitag, der war cool, der Samstag war auch halb cool. Ja. Sonntag hat es geregnet und alle Regen von, ja, da hat es ja nur geregnet. Nee, ich habe voll nicht. Viel Sonnenbilder. Ja, Spaß hat es auch gemacht. Ja. Nur die Mumbeln waren auch scheiße, das kam noch dazu. Deswegen diesmal einfach nur genial. Sagen wir mal, die Mumpeln waren falsch und dadurch scheiße, aber nicht scheiße in sich. Genau. So, jetzt lüften wir mal das Geheimnis. Wen haben wir denn hier hinter der Maske? Nein, das bleibt ein Geheimnis. Das bleibt ein Geheimnis. Ich will jetzt, ich weiß nicht, wie das heißt, recherchieren. Ich folge ihm einfach aufs Klo. Okay. So. Ja, so viel dazu. Ich habe jetzt ein paar schöne Momente gehabt. Ein bisschen wurde ich getötet, aber ich habe es überlebt. Dank der netten Ersthelfer vor Ort. Die haben so Wundertücher, damit machen die Wunden heile. Und mich haben viele gefragt, ey, das MTV Script, das was du gemacht hast, voll cool. Ich so, ja okay, dann mache ich das nochmal was. Und darum folge ich, hey, wen habe ich denn hier getroffen? Ein Wildfremden. Ich gucke mir jetzt mal ein bisschen das wirklich extrem interessante Camp von den Bad Balls an. Wir sehen uns auf jeden Fall im Lager wieder. Wir sehen uns auf jeden Fall im Lager dann wieder. Ja, ich mache jetzt mal wieder eine kleine Rückmeldung hier. Ich habe jetzt die letzten zwei Runden den Evil Jared ein bisschen begleitet. Ich war, ich glaube, zehnmal geschossen in 10 Sekunden. Aber du hast auch getroffen, glaube ich. Ein oder zwei. Du warst auf jeden Fall vorne dabei. Ja, ja, immer on the front line, baby. Ja, und das kann nicht jeder hier von sich behaupten. Ja, der ist jetzt hier am Samstag. Jemand hat gesagt, dass der blaue Team hat Jägermeister. So, ja. Nicht gelaufen, gerunnen. Ja, genau. Großer Fehler. Das stimmt. Das mehr Energie. Wir brauchen mehr Energie. Luft ist aus.
Paint, keine Paint ist mehr da. Aber der begleitet heute ein bisschen. Keine Paint, keine Luft. Genau. Heute ist er so. Heute ist er ein bisschen auf dem SBG, spielt ein bisschen. Und heute Abend macht er noch eine große DJ-Show. Wow, oh, groß ist er. Fürs SBG groß. Wie findest du es denn bis jetzt? Du hast schon mal Paintball gespielt. Ah, ich habe nur das Süd-Gottes-Spielfeld in okay. Tschechei oder wie man sagt. Ja. Und ja, da haben die keine Panzer. Hier gibt es wenigstens zwei. Ja, okay. Aber bei dem Wetter kann man es noch aushalten. Oh Mann, man kann nicht klagen, das Wetter. Super. Ja. Für die letzten Tage in August, ja. Nicht schlecht. Das stimmt. Und ich sag später nochmal wieder Hallo. Mal gucken, was als nächstes ansteht. Ich wollte euch mal kurz den wohl attraktivsten Headref in ganz Europa vorstellen. Einmal kurz ich Hallo. Ich sehe so scheiße aus. Du solltest mich zeigen, wenn ich auf einer Party bin. Dann sehe ich besser aus. Ja, ich blende jetzt mal kurz Bilder ein von der Party. Ich hab... Läuft das Event bis jetzt für dich? Naja, es ist wirklich warm, es ist schön. Ah! Aber wir Marshals machen wir wirklich einen guten Job und wir haben vollkommen die Leistung gebracht. Das kann ich bestätigen. Beste Leistung ever. Ever. Und ever. Bis später. Bis später. Das war das Ende vom Vlog. Heute gab es noch nicht so viel von der Bühne. Liebe Jared da vorne, geile Sau. Das Publikum vom SBG da, geile Sau. Eine der coolsten Fotografen, coolste Sau. Ich sag tschüss, bis bald wieder, euer Chris. Und zum Ende möchte ich mich jetzt nochmal bei meinen Patreon-Unterstützern bedanken. Danke, ihr seid wirklich die Besten. Danke Tim, Bertel, Erik, Adrian, Paint Attacks, Partyfrosch. Danke auch Steven, Martin Ott, Ben, Deike und Martin Loger. Mit euch wird dieser Kanal immer besser. Wenn auch ihr jetzt Interesse habt, diesen Kanal und mich mit zu unterstützen, dann geht doch mal auf www.patreon.com/paintballchannel. Auf dieser Seite könnt ihr mich mit einer kleinen Spende unterstützen und das erleichtert meine Arbeit sehr. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schaut doch mal auf dem Kanal, denn dort gibt es noch jede Menge andere Paintball-Videos. Lasst ein Like da, abonniert mich und empfehlt mich weiter. Bis dahin, ciao und tschüss, euer Chris.